und werden ein Level aufsteigen. Ah, da können wir nachgucken. Wir haben jetzt quasi schon 30 von 600. Und boah, was man da alles machen kann. Jetzt muss ich erstmal nachgucken. Einstellungen, Tiefen- und Wasser- und Unterwassereffekte machen wir natürlich an. Was ist denn los? Alle 10 Minuten speichern. Finde ich auch super, weil die Parts gehen ungefähr alle 10 Minuten. Eine super Sache. Automatische Speicherbereinigung, ja. Das ist auch okay. Statistiken. Geld auf der Bank? 2% Zinsen? Okay, seit wann kann man was auf der Bank tun? Das muss wohl auch neu sein. Verfügbare Zaubergrade. Krass, Mann, was es da alles gibt. Ich bin so begeistert über diese, über dieses Detailreichtum, Mann. Mine aufstellen. Man kann Minen legen. Spezial... Ach so. Schaut mal, man kann auf die Jagd gehen, Fell abziehen, Herz entnehmen, Horn nehmen, Zähne, Krallen, Klauen. Awesome! Handwerkerstatus. Das ist das, von dem ich gesprochen habe. Man kann jetzt richtig harte Handwerkersachen machen. Schatz suchen kann man. Oh, wie cool. Kochen kann man. Ist ja fast schon wie bei World of Warcraft, sag mal. Aber das ist trotzdem... Ich finde das geil. Dass das in einem Spiel wie Oblivion bzw. eben Nerim ist, ich finde das grandios. Und wir werden jetzt endlich mal ein Level aufsteigen. Yeah! Mit eurem Stufenanstieg habt ihr 10 Lernpunkte bekommen. Diese könnt ihr nun bei speziellen Trainern gegen Fertigkeiten, zum Beispiel Schwerkampfschütze, eintauschen. Und wir haben natürlich auch normale Sachen, die wir, also unsere Attribute können wir verbessern. Zum Beispiel die Konstitution, das werde ich auf jeden Fall machen, das ist sehr gut. Die Willenskraft nehmen wir auch, weil wir da einen kleinen Boost haben. Außerdem ist das Mana-Regeneration und die werden wir im Verlauf des Spiels brauchen. Und jetzt ist die Frage, Fernkampf werden wir wahrscheinlich nicht machen, aber erhöht Ausdauer. Wobei Ausdauer, naja, da können wir noch drauf verzichten. Wie schnell wir uns bewegen können, darauf werde ich irgendwann auch skillen, weil ich irgendwann durch die Welt rasen möchte und nicht so langsam bin. Aber für den Anfang ist das okay, ist halt nicht anders so. Charisma werden wir auch irgendwann machen, damit wir besser feilschen können. Das ist sehr gut. Glück, naja, es beeinflusst im geringen Maße alles, was wir tun, aber das werden wir auf jeden Fall erstmal nicht machen, weil dafür sind mir die Punkte zu schade, wenn ich da einen Punkt gerade mal reinsetzen kann. Intelligenz ist natürlich eh ganz wichtig, weil die Mana-Menge insgesamt. Und Stärke ist zwar der Nahkampfschaden, den will ich ja gar nicht so machen, aber es beeinflusst auch, wie viel wir tragen können und irgendwann will ich sehr viel tragen. Aber für den Anfang ist es mir wichtig, dass ich mal ein bisschen mehr Mana habe, deswegen gehen wir auf Intelligenz. So. Und 320 Kilo tragen sollte auch erstmal reichen, was wir jetzt hier schon alles geplündert haben und erst auf 64 sind. Na gut, wenn irgendwann natürlich die schweren 50er Rüstungen kommen, dann ist es doof. Aber nachdem wir ja sowieso leichte Rüstungen bevorzugen werden, die immer etwas leichter sind, wird das schon irgendwie passen. Und wenn wir dann mal eine schwere, teurere finden, dann klappt das auch. Und dann haben wir ja immer noch Federzauber und hast du nicht gesehen, Zauber. Das passt schon so. Und ich will jetzt hier weitergehen. Ich wollte zwar eigentlich rasten, aber... brauchen wir ja nicht, weil uns geht's ja gut. Hier ging's lang. Und da. Das ist gar nicht so einfach, wie gesagt, wenn man nichts sieht, aber wir haben ja keine andere Wahl. So, jetzt gehen wir hier lang. Und sind tot. Interessant. Wir sind tot. Wir sind tot. Wir sind tot. Ja, ich habe nicht gesehen, dass da ein Loch ist. Ärgerlich. Das heißt, wir müssen jetzt hier alles nochmal plündern. Hehe. Met. Bier. Met habe ich übersehen. Na, deswegen hat es sich gelohnt zu sterben. Billiger Wein, den habe ich auch übersehen. Sag ja mal, was habe ich denn hier alles übersehen? Geht ja mal gar nicht. Den guten Wein übersehen. Mann, 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 Mann. Rostige Kriegsaxt. Cool. War das vorher auch schon alles da? Die ist sogar einhändig. Und die ist sogar besser. Also nehmen wir doch gerade mal in die Hand. Okay, ich würde sagen, sterben hat sich gerade irgendwie gelohnt. Ist das jetzt zufällig generiert oder war das wirklich schon da und ich habe es übersehen? Wenn die jetzt allerdings auch ein Monster generieren, dann raste ich aus. So, hier war nix. Das ist echt zufallsgeneriert. Vorher war hier eine Kette drin, die war nur 10 Gold wert. Jetzt ist hier ein Messing... Ring drin, der 30 wert ist. Wie cool ist denn das bitte? Okay, jetzt hat sich's wirklich gelohnt zu sterben. Und ein Dietrich! Es war hier vorne, waren zwar 11 Gold drin, aber kein Dietrich. Alter! Das, was in den Kisten ist und was hier am Boden liegt, das ist ja echt absoluter Zufall. Was für einen coolen Wiederspielwert das dann einfach auch mal gibt. So, Hungerschere nehmen wir auch mit. Die Kiste habe ich, glaube ich, vorhin auch gar nicht gesehen. 10 Gold. Ah, da waren vorne die 11 Gold drin, okay. Rolle der Blutlinie nehmen wir mit.
Beinschienen nehmen wir mit. Wie sackcool ist das denn? Und der Kupferring. Also ich finde das gerade mega cool. Das hat sich jetzt echt richtig gelohnt, muss ich jetzt mal sagen. Und dann können wir jetzt auch direkt rausgehen. Ja, ich weiß, ich habe noch nicht gelevelt. Aber das ist mir jetzt gerade ein bisschen egal. Das machen wir gleich noch. Das muss ich erst noch mal gucken. Ist halt ohne Fackel, ist halt blöd. Ich habe das echt nicht gesehen. Da, dass man hier nur bestimmt... Ich wollte hier unbedingt zu den Dingern da hinten. Aber da muss man wohl im Zickzack gehen. Oh, oh, da kommt was. Da hinten steht er. Wisst ihr, was ich jetzt mal mache? Ich zeige euch das mal. Wir setzen auf die 5 jetzt mal hier unsere Rolle des Feuerballs. Werden in-game auf die 5 drücken und werden dem jetzt hier mal so einen Feuerball hinzaubern. Bam! Instant tot! Wie geil ist denn das bitte? Jetzt ist hier zwar noch einer, aber jetzt haben wir auch eine stärkere Waffe. Jetzt machen wir auch doppelt so viel Schaden wie vorher. Das ist auch schon gleich viel besser. Ich habe Angst, dass er mich da runterschubst. Der hat's geschafft! Der hat mich da echt runtergeschubst! Und ich habe natürlich nicht gespeichert. Der hat mich da echt runtergeschubst, dieses verhurte Vieh. Und ich sag es noch. Ah, was für ein Pech, ey. Was für ein Pech. Jetzt muss ich glatt mal hier kurz auf Pause drücken. Denn ich hatte gar nicht geplant, dass diese Folge so lange geht. Und deswegen hatte ich gerade ein bisschen Angst, dass mir meine Pizza verschmort. So, der rostige Kriegsdachs ist jetzt wieder da. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, ob jetzt das wieder alles anders ist. Das wäre doch... Das ist schon jetzt sehr interessant. So, hier sind wieder die beiden Sachen. Die offen rumliegen, sind, glaube ich, immer gleich. Aber die Sachen in den Truhen sind, glaube ich, immer anders. Jetzt bin ich wirklich, wirklich, wirklich gespannt, was wir jetzt finden. Hoffentlich haben wir nochmal so viel Glück, weil jetzt, wo wir so viel Glück hatten, sind wir wieder gestorben. Das war natürlich... oh, suboptimal. So, das hier ist alles nichts wert. Das ist immer noch dasselbe. Jetzt bin ich gespannt. Hier ist ein Hemd und hier ist... Okay, jetzt ist wieder der Topaz drin. Allerdings waren hier vorhin nur drei andere Sachen drin. Und hier in der Truhe finden wir diesmal nur einen Korb und keinen coolen Dietrich. Seht ihr? Okay, das habe ich jetzt irgendwie völlig umsonst aufgenommen. Deswegen werde ich das jetzt hier gleich mal wieder reinpacken. Weil, das brauche ich nicht. Wo ist das? Hier irgendwo, oder? Tschüss, brauche ich nicht. Gut, dass ich nicht meine Level verteilt habe, sonst hätte ich mich jetzt nur geärgert. Und dann werde ich jetzt das natürlich ein bisschen anders handhaben und werde mich da nicht so lange auf diesem Balken... Ach, dafür finden wir jetzt hier einen Dietrich. Wie interessant. Es ist eben immer was anderes. Ich finde das so cool. Und jetzt sind hier leider nur 7 Gold. Na, egal. Es reicht auf jeden Fall. Und jetzt werde ich auch definitiv speichern vorher. Weil ein drittes Mal sterben ist halt No-Go, ne? So. Komme ich da hinten eigentlich hin? Nicht, ne? Oder kann ich da hinspringen, ohne dass ich, dass mir was passiert? Ich glaube schon, ne? Ja. Dann nehme ich die mal auch noch schnell mit. Und die beiden auch. So, jetzt komme ich hier nicht mehr rüber, oder was? Nein. Komm, lass mich da jetzt wieder raus. Na, das wäre ja ein Highlight, wenn ich jetzt nicht mehr rauskäme. Ach, Gott sei Dank. Mann, das wäre es natürlich gewesen, wenn ich jetzt hätte laden müssen, weil ich hier nicht mehr rauskam. Oh Mann. Wir erleben hier Sachen, das ist echt unglaublich. Und jetzt gehen wir hier wieder rüber und dann... Werden wir es diesmal hoffentlich schaffen. So. Speichern. Und ich mache jetzt trotzdem das, was ich beim ersten Mal gemacht habe, weil ich fand das eigentlich ziemlich cool. Das hat nämlich so hart gebracht. Wo ist mein Zauber jetzt? Hier. Ich fand, das hat so derbe gebracht, dass wir diesen Ding da hingeballert haben. Da ist er. Bam. Der ist instant tot und jetzt gehe ich gleich hier hin. Warte auf den anderen. Da kommt er um die Ecke. Komm her, komm her, komm her. Ah, halt, stopp, stopp, stopp. Wenn ich schon jetzt die bessere Waffe habe, dann möchte ich sie auch gerne ausrüsten. So, damit ich dem jetzt hier mal ordentlich hier die Fresse polieren kann. So, stirb. Geht doch. Okay, so, der Verbrannte, der liegt da hinten. Jetzt kann ich mir hoffentlich in Ruhe mal hier meine Pilze bitte nehmen. Danke. Und jetzt musste ich gerade kurz auf Pause drücken. Ist hier Boden? Gut.
Weil da kann ich jetzt nämlich hier lang gehen. Oh, und schon wieder eine Leiche. Oh Mann, das wird echt nicht besser. Aber der hat es immerhin ganz schön weit schon geschafft. Oh, eine Fackel! Gib mir die Fackel! Gib mir die Fackel! Gib mir die Fackel! Ich krieg sie nicht! Nein, ich krieg die Fackel nicht. Oh, und du hast auch nichts dabei, was echt mal interessant wäre. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Shit!